Es wird Zeit, das Ding zu beenden. Der wahre Mörder, Damon Gunt, los. Okay, Damon Gunt. Die Verteidigung ruft Damon Gunt in den Zeugenstand. Damon Gunt? Was hat er mit all dem zu tun? Als Partner der Angeklagten vor 2 Jahren weiß Herr Gunt aus erster Hand über das Verbrechen Bescheid. Ich denke, wir sollten uns anhören, was er darüber zu sagen hat. Was für ein Glück, dass er noch im Gericht ist. Es ist außerdem sehr unwahrscheinlich, dass ich ihn manipuliert haben könnte. Stimmen Sie dem zu, euer Ehren? Na klar, mein Hübscher, das ist wahr. Nun gut, Gerichtsdiener, bringen Sie bitte Herr Gunt in den Zeugenstand. Das reimt sich sogar. Oh, ich schon wieder? Zeuge, bitte nennen Sie Ihren Namen und Beruf. Oh, was soll das? Ist das ein Scherz? Ich wollte gerade essen gehen. Ihren Namen und Beruf bitte. Worthy, sind Sie sicher, dass Sie das tun wollen? Ihren Namen und Beruf. Also, Sie wollen's auf die harte Tour, ja? Bitte, Herr Gunt. Gut. Mein Name ist Damon Gunt. Ich bin der derzeitige Polizeichef. Gut, Polizeichef Gunt. Das Gericht würde gerne Ihre Aussage hören. Righto. Was soll dieses grimmige Gesicht? Lassen Sie uns erst den Fall SN9 aufklären. Oh, Sie meinen, als Lanas Schwester diesen Staatsanwalt umbrachte. Persönlich glaube ich, dass das schon alles klar ist. Es gibt immer noch einige Ungereimtheiten. Oh, welche denn zum Beispiel? Zum Beispiel die Rolle, die Sie dabei gespielt haben. Oh, mein Sohn. Entweder sind Sie sehr mutig oder sehr unklug. Ist Ihnen klar, dass ein Polizeichef alle möglichen Waffen zur Verfügung hat? Waffen? Ja, sicher. Meine Aussage zum Beispiel. Ich muss sie nicht machen, wenn ich nicht möchte. Was? Stimmt das? Ich befürchte ja. Der Polizeichef hat das Recht, die Aussage zu verweigern. Natürlich ist so etwas mit gewissen Risiken verbunden. Ich habe keine Angst. Ich bin nicht hier, um Ihren Prozess zu behindern. Aber vergessen Sie nicht. Wenn sie das als eine große Zeitverschwendung rausstellt, das alles hier. Ich hab sie gewarnt. Nun gut, der Zeuge möge mit seiner Aussage beginnen. Oh, jetzt geht's los. Der Fall SL9. Wenn ich mich recht entsinne, verhörten Neil und ich ihn an jenem Tag. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir machten einen Fehler. Der Stromausfall half auch nicht. Als ich in mein Büro ging, fand ich dort Lana vor. Offensichtlich hatte sie den Tatort schon vorbereitet. Wie Sie sehen können, hätte ich mit dem Fälschen nichts zu tun gehabt. Oder hatte ich damit nichts zu tun. War das, als Dark festgenommen wurde? Ja, er lag am Boden, bewusstlos. Oh, krass. Als Neil von Emma geschubst wurde, muss sich Dark den Kopf angeschlagen haben. Ich verstehe. Das sieht alles ziemlich eindeutig aus. Wenn der Polizeichef das Recht hat, die Aussage zu verweigern, dann schlage ich besser schnell und hart zu. Der Fall SL9. Wenn ich mich recht entsinne, verhörten Neil und ich ihn an jedem Tag. Ich glaube, an jedem Tag fand im Polizeirevier eine Feier statt. Ja, das stimmt. Ich bin ein wirkliches Arbeitstier. Nachdem Neil die Trophäe gewonnen hatte, war er auch ganz heiß darauf. Ja, das hatte Dark wahrscheinlich Angst gemacht. Und so ist er abgehauen. War die Angeklagte Lana Sky auch anwesend? Ich weiß nicht mehr genau. Ja, zumindest war sie nicht da, als Dark weglief. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir machten einen Fehler. Der Stromausfall half auch nicht. Also liefen sie beide hinter ihm her, richtig? Ja, das ist richtig, aber Dark war zuerst am Fahrstuhl. Deshalb trennten wir uns, Neil und ich. Ja, er lief hinauf und ich hinunter. Ich denke, man könnte sagen, er hatte Glück.
Wie war das mit dem Stromausfall? Ja, und das? Ja, der Fahrstuhl hielt plötzlich an und ich hatte den Schock meines Lebens. Nun, wahrscheinlich nicht ganz so sehr wie Neil, als ich ihm das Messer ins Herz bohrte. Oh, das ist nicht lustig. Als ich in mein Büro ging, fand ich dort Lana vor. Können Sie uns schildern, was Sie sahen? Ja, es war ein schockierender Anblick. Neil und der Serienmörder lagen ineinander verschlungen auf dem Boden. Dark lag auf dem Boden? Ja, wahrscheinlich hatte er sich den Kopf angeschlagen und war bewusstlos. Daneben waren die beiden armen Mädchen. Lana und Emma. Lana hielt Emma im Arm. Wenn ich jetzt zurückdenke, sie muss schon gewusst haben, was ihre Schwester getan hat. Offensichtlich hatte sie den Tatort schon vorbereitet. Woher wissen Sie das? Ja, wegen der Leiche des Opfers. Sie war schon bewegt worden. Also heißt das, Sie fanden die Leiche neben Lanas Schreibtisch. Das ist richtig. Ich dachte, Sie sagten vorher, es wäre meine Rüstung gewesen, die den Staatsanwalt wirklich ermordete. Ja. Ja, wie dem auch sei. Ja, wie Sie sehen können, hatte ich mit den Fälschen nichts zu tun. Sie sagen also, die Fälschung hatte schon stattgefunden, als Sie in Ihr Büro kamen. Das ist genau das, was ich sage. Ich verstehe, weil wie sich Lana gefühlt haben muss. Aber eine Leiche zu bewegen und Beweise zu verbergen, das ist unverzeihlich. Ist es das, was wirklich passiert ist? Den Zeugen anzustarren bringt nichts, Herr Wright. Wenn Sie schon etwas anstarren wollen, dann am besten die Gerichtsakte. Würfi, immer ein geschickter Redner. Aber welches Beweismittel überführt Gant der Fälschung? Lana hat zugegeben, dass sie Beweise gefälscht hatte. Aber das ist bestimmt nicht die ganze Wahrheit. Irgendwie muss ich Gant mit dem Vorfall in Verbindung bringen. Oh, jetzt wird's schwer. Lange Rede, kurzer Sinn. Stromausfall, die Morgen fand ich da. Hatte ich nichts mit den Fälschen zu tun. Oh nein, ich hab mich ich verdrück mich jedes Mal. Das ist nicht wahr. Konzentrier dich, Doc. Konzentrier dich. Jetzt wird's ernst hier, ne? So. In ganz Tresor gefunden. Beweis für etwas, aber was? Ey, die Sache ist, ich könnte jetzt halt vorzeigen, was er... Ist das der Beweis? Wie Sie sehen können, hatte ich mit dem Fälschen nichts zu tun. Stoffstreifen mit Emmas Abdrücken. Die Dark-Morde. Letztes Stück im Tresor von Gant gefunden. Also... Naja, gut. Also ich sag mal so, die Vase... Wir könnten jetzt halt die Vase vorzeigen, ne? Und ich will trotzdem nochmal speichern. Ich bin mir jetzt nämlich nicht sicher. Also wir müssen jetzt ja den Beweis finden, der ihn in Verbindung bringt. Also wir reden jetzt ja gerade wirklich über den Mord, ja? Der Tatort vorbereitet. Wenn er vorbereitet ist, es muss ja, pass auf, wir haben das in dem seinem Tresor gefunden. Das muss der Beweis sein, der ihn in Verbindung bringt mit dem Mord. Bitte lass es richtig sein. Yes. Sie behaupten also, sie hätten mit der Fälschung nichts zu tun gehabt. Aber ich befürchte, dass sich ihre Behauptung nicht halten lässt. Oh, erklären Sie sich. Es wurden mehrere Beweismittel in Ihrem Büro gefunden. Nehmen Sie zum Beispiel diese Vase. Das ist der Blue Badger, den Sie uns vorher gezeigt haben. Ein Stück dieser Vase wurde in Ihrem Tresor gefunden. Nicht nur das. Die Beweisliste, die ich zuvor vorgelegte, wurde in Ihrem Schreibtisch gefunden. Wo wurde sie gefunden? Sehen Sie, Polizeichef Gant. Diese Beweismittel, die in Ihrem Büro entdeckt wurden, sind beide eindeutige Beweise dafür, dass Sie auch eine Rolle bei diesen illegalen Ermittlungen spielten. Ah, jetzt haben wir dich am Schlawittchen hier. Polizeichef Gant, was soll das heißen? Oho, ein Strafverteidiger, der es sogar mit Würfi aufnimmt. Geben Sie also zu, dass Sie mit der Fälschung zu tun hatten? Wer, ich?
Oder meinen Sie etwa Sie? Ich? Warum sollte ich etwas damit zu tun gehabt haben? Ja, nun. Sie waren der Einzige, der in meinem Büro herumschlich, als Sie die Beweise fanden. Hä? Staatsanwälte sind nicht die Einzigen, die Beweise fälschen können, wissen Sie? Strafverteidiger können das auch. Ja, nicht wahr, Raito? Wie auch immer, Inspektor Gumshoe war bei der Ermittlung dabei. Wirf ihn, mein Junge. Nicht einmal Inspektoren sind von Recht befreit. Seien Sie versichert, Dick wird seine gerechte Strafe erhalten. Was? Wenn Gumshoe Gehalt noch weniger wird, muss er fürs Arbeiten noch zahlen. Ja nun, da der Inspektor anwesend war, sagen Sie bitte zu den Beweismitteln aus, die in Ihrem Büro gefunden wurden und zu deren Zusammenhang mit der Beweisfälschung am Tatort. Oh je, oh je. Heutzutage wissen Kinder nicht mehr, wie man 2 und 2 zusammenzählt. Na dann. Beweise und Fälschung. Ja, lassen Sie mich sehen, was war's noch? Ein Stück Vase und eine Liste. Soweit ich weiß, hätten Sie diese Sache in mein Büro bringen können. Sie können sowieso nicht beweisen, wann diese Beweise gefunden wurden. Wenn sie nach Darks Verurteilung gefunden wurden, dann sind sie wertlos. Es gibt keinen Grund, warum ich bei einer Fälschung hätte mitmachen sollen. Den Tatort zu verändern, hatte mir überhaupt nicht geholfen. Hätte mir überhaupt nicht geholfen. Herr Wright? Ja, euer Herrn? Bei dieser Untersuchung des Tatorts hätten Sie sich besser an die Regeln halten sollen. Sie wissen doch, dass ich der Polizeichef bin, oder? Es wird ein Nachspiel haben. Oh. Ich werde wahrscheinlich sogar Anklage erheben, damit Sie daraus lernen. Ich bitte um Entschuldigung, aber könnten Sie damit bitte bis morgen warten? Heute ist nun, wissen Sie... Ah, nun gut, Uji, als Gegenleistung, aber... Ich weiß, am gleichen Ort, ja? Hä? Sind das Telepathen oder wie? Beweise und Fälschung. Oh, ja, soweit ich weiß, hätten Sie diese Sachen in mein Büro bringen können. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie diese lächerlichen Anschuldigungen lassen würden. Ja, Sie haben recht. Sie hätten nicht den Mut, so etwas zu tun. Was? Neulich, wissen Sie, brach ich bei einer Ranch ein und stürzte... Herr Wright, was erzählen Sie da? Sie können jedenfalls nicht beweisen, dass Sie die Beweise nicht hineinbrachten, oder? Wenn Sie das Gegenteil beweisen können, werden Sie es später brauchen. Später? Wovon reden Sie? Ja, wovon ich rede? Ich rede davon, wenn Ihre Fingerabdrücke gefunden werden. Ja, wenn sie in meinem Tresor gefunden werden, war ihre Ermittlung illegal. Ich habe noch nie einen so schleimigen Typen erlebt. Sie können sowieso nicht beweisen, wann diese Beweise gefunden wurden. Was wollen Sie damit sagen? Alles rein hypothetisch natürlich. Aber nehmen Sie an, ich hätte die Sachen in meinem Tresor getan. So etwas... würde nicht zwingend eine Fälschung bedeuten. Wenn das Verstecken von Beweisen vom Tatort nicht Fälschung bedeutet. Ich bin noch nicht fertig, Herr Wright. Es hängt alles davon ab, wann die Beweise gefunden wurden. Na, wenn sie nach Darks Verurteilung gefunden wurden, dann sind sie wertlos. Wollen Sie damit sagen, dass dieses Stück der Vase bei der ersten Ermittlung nicht gefunden wurde? Ja, anscheinend nicht. Es stand zumindest nicht auf der Beweisliste. Möglicherweise wurde es am Tag des Nachtags Vorteile gefunden. Oh, wäre das nicht praktisch. Right. Hä? Der Polizeichef spricht von einer Möglichkeit. Solange Sie es nicht ausschließen, sind Ihre Bemerkungen, egal wie clever Sie sind, reine Zeitverschwendung. Sagen Sie mir etwas, das ich nicht weiß. Oh, kommen Sie her, Wright. Was denken Sie darüber nach? Es gibt keinen Grund, warum ich bei einer Fälschung hätte mitmachen sollen. Wie können Sie mir ins Auge blicken und so etwas sagen?
Ja, weil ich unschuldig bin. Hä? Erinnern Sie sich? Wer hat nie ermordet? Ich bin mir nicht sicher, ob mir das Wort Mord hier gefällt, aber letztendlich ist die für Herr Marschitz bedauerlichen Tod verantwortliche Person Emma Sky. Ja nun, sehen Sie es jetzt? Den Tatort zu verändern hätte mir überhaupt nicht geholfen. Wirklich, Polizeichef Gant? Zumindest haben Sie einen sehr großen Vorteil daraus gezogen. Oh, das war mir nicht bewusst. Was ist also dieser Vorteil? Das ist natürlich Ihr Posten, Polizeichef. Oh, meine ich. Die Lösung des Falls SR9 garantiert Ihre Beförderung zum Polizeichef. Ah, das ist an sich schon ein ausreichendes Motiv. Oh, das war gut. Hä? Glauben Sie wirklich, ich sei so inkompetent? Was wollen Sie damit sagen? Sogar ohne diesen Fall hatte ich die besten Aussichten, der nächste Polizeichef zu werden. Die Lösung des Falls SR9 beschleunigte das Unvermeidbare ein wenig. Stimmt das, Edgeworth? Ja, er sollte sowieso zum Polizeichef ernannt werden. Seien Sie vorsichtig, auf wen Sie mit dem Finger zeigen. Oder er zeigt bald auf Sie. Das heißt also, dass es nur ein mögliches Motiv für Sie gab, Fälschung zu betreiben. Wenn Sie es nicht für sich taten, haben Sie es für jemand anderen getan. Seien Sie nicht albern, Worthy. Sie kennen mich besser. Es gibt nur drei Personen, die mir etwas bedeuten. Ich und nochmal ich. Nun, jetzt wissen's alle. Uchi, dürfte ich meine Aussage ein wenig verändern? Aber natürlich, tun Sie es. Ich bin kein Komplize, wenn für mich nicht irgendetwas dabei rausspringt. Sehr sympathisch, wirklich. Also total. Für Sie sprang nichts raus? Entschuldigung, aber die einzige Person, die mir was bedeutet, bin ich. Das Mädchen, Lanas kleine Schwester, richtig? Wenn Sie denken, ich hätte Mitleid mit ihr, irren Sie sich. Sie haben recht. Sie haben kein Mitleid. Ja, hart gegen Verbrechen und hart mit Leuten. So wurde ich erzogen. Bei sich selbst nehmen Sie es wohl nicht so genau, hä? Oh, der war gut, Worthy. Hätte für ihn was rausspringen können? Hätte er trotz seiner Selbstsucht jemandem geholfen? Nö. Bah, ich weiß nicht, wie es ihm helfen würde. Das heißt, er hätte niemandem geholfen. Entspannen Sie sich und atmen Sie tief durch, Herr Wright. Versuchen Sie, über den Tellerrand hinauszuschauen. Schließlich ist das Ihre Spezialität, oder nicht? Über den Tellerrand schauen? Ich hätte nie gedacht, so etwas von ihm zu hören. Die Frage ist nicht, wem würde der Polizeichef helfen, sondern wer bat den Polizeichef um Hilfe? Wenn dem so war, hat er sicher herausgefunden, wie er von der Person profitiert. Anscheinend hat die Verteidigung nichts mehr zu sagen. Polizeichef, würden Sie bitte Ihre Aussage von Anfang an wiederholen? Oh, jetzt habe ich Schluck auf. Entschuldigung. Kleinen Moment mal kurz. So, ich hoffe, der Schluck auf ist wieder weg. Es ist noch ein bisschen da. Scheiße, egal, ich mache jetzt einfach weiter. Also, ihr seid gewarnt, ich habe Schluck auf. Wenn für mich irgendwas rausspringt, haben wir einen Beweis, dass für ihn was rausspringen könnte? Emma Sky, Schreibtisch gefunden. Gibt's hier einen Beweis? Naja, man könnte das jetzt halt zeigen, so nach dem Motto wie, naja, er ist immer mit dabei, aber das ist ja auch Quatsch hier. Dark Mode. Lana Sky, Emma Sky, leitende Ermittler. Naja, ich meine, faktisch, wenn für mich nicht irgendwas dabei rausspringt. Ich meine, die Akten zum Fall SL9 zeigen ja schon auf, dass für ihn was rausspringt. Eine Beförderung nehme ich. Ist aber falsch. Also ja, es beschleunigt das, aber... Naja, wartet mal. Wir kriegen das hin. Ich glaube fest daran.
Er geht das nochmal durch. Gibt es einen Komplizen bei ihm? Ist halt die Frage. Komplizen nennen. Es ist wahr, sie würden keinen Menschen um seinetwillen helfen. Aber wenn sie davon profitieren könnten, würden sie vielleicht jemandem helfen. Herr Wright, offensichtlich wollen Sie sagen, dass der Polizeichef ein netter Mann ist, der den Leuten hilft. Das meine ich eigentlich nicht. Nun gut, ich frage Sie, wem würde Polizeichef Gant Ihrer Meinung nach beim Fälschen von Beweisen helfen? Ich muss es leider sagen. Generalstaatsanwältin Lana Sky, die Angeklagte. Ich denke, in Anbetracht der Tatsachen ist das ziemlich offensichtlich. Emma Sky wurde Opfer einer Reihe unglücklicher Zufälle. Wer außer ihrer Schwester Lana hätte ihr helfen wollen? Und Polizeichef Gant hätte auch einen Grund gehabt, Lana zu helfen, wenn sie ihn darum bat. Der Grund ist natürlich Eigengewinn. Eigengewinn? Was meinen Sie damit? Nachdem der Fall SL9 gelöst war, wurde Lana Sky Generalstaatsanwältin der Staatsanwaltschaft. Die Person, die diesen Stellenwechsel arrangierte, waren Sie, Polizeichef Gant. Oh. Aber wie würde er von all dem profitieren? Er hätte die Generalstaatsanwältin wie eine Puppe in der Hand. Dadurch hätte er uneingeschränkte Befugnis bei allen Ermittlungen. Wollen Sie damit sagen, dass der Polizeichef trotz seiner eindrucksvollen Erscheinung mit Puppen spielt? Hihi. Oh. Schweigen. Oh, warten Sie. Sie meinen wohl Puppe im Sinne von über jemanden bestimmen. Schon gut. Geben Sie es zu, Polizeichef. Sie halfen Lana Sky dabei, Beweise zu fälschen. Ihr Motiv, Lanas Ernennung zur Generalstaatsanwältin, sodass Sie sie kontrollieren konnten. Oh, Raito, mein Junge. Sie haben eine blühende Fantasie. Ich möchte Sie gerne was fragen. Was? Können Sie das beweisen, dass ich Lana kontrollierte? Sagt Lana beispielsweise, ich hätte so etwas getan? Lana, sie sagt nichts, um Emma zu beschützen. Sie würde niemals gegen Gant aussagen. Ich befürchte, ohne Beweise sind das alles nur Mutmaßungen. Außer, es war auch in diesem Vorfall so. Dieser Vorfall? Welchen meinen Sie? Ich meine natürlich den Mord an Inspektor Bruce Goodman. Die Generalstaatsanwältin hat sich während des ganzen Prozesses seltsam verhalten. Fast als ob sie jemand kontrolliert hätte. Oh, ist das krass, ey, was? Oh, was geht hier ab? Murphy, passen Sie lieber auf, was Sie sagen. Ich möchte nicht, dass Ihnen etwas zustößt. Was soll das bedeuten? Es bedeutet, Euer Ehren, dass Polizeichef Gant in den Mord an Inspektor Goodman verwickelt ist. Nicht nur das. Der Polizeichef hängt Lana den Mord an, um seine eigene Beteiligung zu vertuschen. Was? Oh, Ruhe. Ich sagte Ruhe. Herr Wright, Sie meinen das nicht im Ernst. Hä? Das ist eine Beleidigung des ranghöchsten Beamten der hiesigen Polizeibehörde. Den Polizeichef der Erpressung und des Mordes zu beschuldigen? Das ist unmöglich. Euer Ehren, ich habe nur wiederholt, was Herr Edgeworth sagte, in einfachen Worten. Oh, zitze, alles auf mich schieben, hä? Zu spät, Herr Wright. Für uns gibt es jetzt kein Zurück mehr. Man könnte meinen, er hätte entschieden, der Sache auf den Grund zu gehen. Können Sie das beweisen, Herr Wright? Dass der Polizeichef ein ranghoher Polizeibeamter in den Mord verwickelt ist, das beweisen wir aber in der nächsten Folge, ne? Ich brauche erstmal ein bisschen Zeit zum Durchatmen. Bis gleich.